Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und heute werden wir höchstwahrscheinlich die Schwester von dem Typen, den ich immer böse fand, finden. Ich kann mir den Namen einfach nicht mehr. Keine Ahnung, der ist. Ja, Ulin, Ordin, Erat, Erat, Eras, Erat, Erat. Erat war das. Ja, der rübst da zwischendurch. Was haben wir denn hier? Ein kleines Schlösschen? Ja. Der Ball sagt, er soll Dreck fressen. Hier los. Jetzt gegen die Lachnummer kämpfen oder was? Alter, siehst du mich nicht? Da wurde wohl jemand überrascht. So, mach einfach ein paar davon. Ihr Teufel. Legen wir ein paar Pfeile an. Töte sie so nicht. Du bist so eine Lachnummer, Alter. Du siehst mich nicht. Na komm, drei Pfeile in den Rücken und dann ist er kaputt. Komm auch extra von hinten, damit er weiß, dass ich hier. Surprise! Okay! Okay, Spiel! Ich sehe schon, du willst mich verarschen. Ersa muss da drin sein. Wir müssen durch! Keine Sorge. Ja. Ah, Schutz. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Jetzt komme ich. Okay, ich sehe noch nichts. Ach Mann, lass mich bitte nicht die Tür öffnen müssen. Das wird gehen. Hallo? Tür? Ich muss wahrscheinlich erstmal mit dem Typen quatschen, oder? Ach so. Und die Tür ist plötzlich offen. Die Maschine. Erster. Er rennt. Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derweil plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avat wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein, bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Okay, ich gebe zu, ich lag falsch, er ist der Gute. Ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Er rennt es.
Es tut mir leid. Wir müssen Derval finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Jetzt die Ohrendinger. Handhabung, Eis, Verderbnisschutz und Moody's Kisten. Okay. Hier drin wahrscheinlich ist noch. Ne? Ja. Was haben wir denn da? Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Das ist das Schallding vom Hühnchen. Hühnchen hat so ein Schallding. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ich glaube, es funktioniert. So, jetzt sagt etwas, meine Täubchen. Ich weiß nicht. Was soll ich denn sagen? Was du willst. Ich will nur deine Stimme hören. Und aufbewahren. Ich singe, Papa. La 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 la. So, ein Lied und ein Lachen. Sogar besser als Worte. Und ich kann es anhören, wann ich will. Sind wir fertig? Dann ab ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Ist sie weg? Was sollen wir machen? Die Raubzüge kommen Hauptquell immer näher. Wie lange können wir uns noch so verstecken? Ein Andenken an seine Familie. Der Wal hat nichts mehr zu verlieren. Ja. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Das ist doch offensichtlich was. Oh, jetzt! Ah, verdammt! Ihr wart's verkackt. Ah, alte Richtung. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Mein treuer Kunde Alelund Schmied, ich hoffe, eure Pläne für eine Schmiede in Meridian gehen gut voran. Es ist uns eine Ehre, euch mit der erforderlichen Lohe zu versorgen. Wir haben das Entgelt für die dritte Lieferung erhalten und sind äußerst dankbar für die prompte Bezahlung. Leider haben unsere Jäger Probleme, die Bestellung zu erfüllen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung, aber der Auftrag ist wirklich ungewöhnlich und umfangreich. Sobald wir die Lohe haben, werden wir sie, wie besprochen, an euer Lagerhaus ausliefern. Mit größtem Respekt, Geruti, Jagdmeister, Hauptquell, Maschinenanfertigung, Clan Charter. Hast du nicht gesehen? Okay. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Okay. Somit gehen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Warum ist hier eigentlich nirgendwo ein Lagerfeuer? Das könnte man gebrauchen. Meridian in Gefahr. Würde ich da eigentlich wirklich helfen? Haben die mir jemals geholfen? Wollten mich nicht mehr reinlassen. Nein, muss ich ja, leider. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich das so gemacht hätte. Höchstwahrscheinlich, weil ich Langeweile habe, würde ich da helfen. Ich bin ja sowieso eine unsterbliche Frau, also was soll ich den ganzen Tag sonst machen, außer zu helfen? Zumindest würde ich Geld dafür verlangen. Ja, Geld verlangen, das würde ich dafür. Ja, das ist schon, glaube ich, angebracht, da ein bisschen Geld rauszuholen. Und ich meine, wieso nicht? Kann man machen.
Ja. Dann wollen wir mal. Ich hatte übrigens schon seit ungefähr 20 Folgen kein volles Leben mehr. Habe ich mir so herausgefunden. Währenddessen nicht geschnitten habe. So, Stufe 33 erreicht. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, das hilft uns nicht weiter. Theoretisch könnten wir um weitere Fähigkeitspunkte auch irgendwann machen. Verdorbene Zonen machen. Mach ich jetzt aber nicht mehr im Let's Play. Aber wir haben ein paar verdorbene Zonen gemacht und das müssen nicht alle gemeinsam machen. Weil die wir getroffen haben. Den Rest mache ich halt so. Das würde, glaube ich, noch. Das wird er noch bereuen. Bei Sonnen. Bin ich richtig? Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Weise. Nein, ich muss den. Sei auf der Hut. Aus dem Weg! Oh, was haben wir denn da? Ich kann dir nicht. Der verrückte Sonnenkönig. Die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs sei gewarnt, Leser, denn als wahres Zeugnis der Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran sind diese Glyphen mit Blut befleckt. Wahrhaftig, diese Grausamkeit können kaum ausgesprochen werden, also bete um die Reinigung der Sonne für dich selbst und den Erzähler dieser Geschichte. Du wirst von den tiefen Wunden hören, die fremden Ländern auf der Jagd nach Blutopfern zugefügt wurden auf den roten Raubzügen. Denn der verrückte Sonnenkönig befahl, dass eine ganze Generation aus jedem Dorf entfernt werden sollte, sodass sie bereitwillig Opfergaben liefern und Kämpfer für den nächsten Raubzug stellen würden. Die Utaru, die ihn mit Getreidegaben besänftigen wollten, wurden in solcher Zahl niedergemetzelt, dass sich im folgenden Herbst der Mais vom Blut der Toten schwarz und blau färbte. Bei den Osseram schichtete der Schrecken der Sonne die Leichen der Gefallenen an den Mauern ihrer Dörfer auf, damit seine Falken über die Berge der Toten dort einfallen konnten. Und im Tal der barbarischen Nora, Schrecken des wilden Ostens, erfolgten so viele Gräueltaten, dass die Bäume als Zeichen der Warnung mit Leichen behangen waren. Wer etwas über die Grausamkeit des verrückten Königs gegen sein eigenes Volk lesen möchte, soll hier nicht enttäuscht werden. Lies von den Toten der Verurteilten im Sonnenring in allen Einzelheiten, als hätten ihre zerschlagenen Schädel es selbst berichtet, nachdem sie vor den Toren der Stadt aufgehäuft hat. Auch wirst du keinen erschütternden Bericht über das Massaker der Jägerloge finden. Während du liest, stell dir vor, du wärst unter diesen tapferen Habichten, die bis zum Letzten gekämpft und mit ihrem Blut den Sand tränkten, vom Tagesanbruch bis in die Nacht. Oder stell dir dich im Publikum vor, als die losgelassenen Behemoths in die Tribünen stürmten und Holz und Knochen zermalmten. Und dieses wahnsinnige Blutbad nahm der verrückte Sonnenkönig gnadenlos in sich auf. Er wandte seinen Blick nicht einmal ab, als sein eigener Sohn in diesem Ring des Todes aufgespießt wurde. Ja, der blonde Kadaman vom Erwachen der Dämmerung, entwürdigt und verdammt für das Verbrechen, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Einen so wahren und vollständigen Bericht über die Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran findest du nicht in den Annalen und du hörst ihn nicht von den Schätzern der Sonnenpriester. Ich schreibe ihn mit schweren Herzen und lasse keines der schrecklichen Ereignisse aus, denn das ist meine Pflicht, die Geschichte und dir gegenüber, tapferer Leser. Achso, gibt's wahrscheinlich noch ein paar andere hier zu finden. Aber wir wollen erstmal zum Sonnenkönig, zum neuen Sonnenkönig. Am Ende stellt sich heraus, dass dieser komische, böse Typ der alte Sonnenkönig war, der gar nicht tot war. Wer weiß. Aber ist auf jeden Fall eine Maschine, der Boss. Und der hat was gegen mich. Wahrscheinlich seine Schöpferin, meine Mutter. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Eloy, schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt.
Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn der Wal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst der Wal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Sie dachte an euch. Der richtige Zeitpunkt. Ist wirklich eure Frage? Ja, keine Ahnung, nichts passt davon, was ich jetzt denken würde. Daran sollten wir nicht denken. Wir müssen jetzt ihren Mörder fassen, bevor er nochmal zuschlägt. Du klingst wirklich wie sie. Du hast natürlich recht. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Immer konzentriert, immer wachsam. Das ist meine Meinung. Die Sonnenkönige. Die Chronik der Sonnenkönige, der Gründer Araman, der unsere Vorväter aus den Schatten des Wilden Ostens in die Feste des Tals führte, der die Zeichen der Sonne und des Schattens gleichermaßen las und sie zur Stätte des heiligen Meridian brachte. Der freigebige Amavat, der die Rodung und die Aussaat auf den königlichen Maislanden überwachte, sodass niemand, der in der Gunst der Sonne wandelte, wieder Hunger leiden müsste. Der den Dschungel des Juwels zurückdrängte, um Platz für die ersten Häuser des Sonnenhofs zu schaffen. Der vorausschauende Sadahin, der das Reich der Sonne nach Norden, Süden und Osten erweiterte und ein Tor im Hafen von Lichtermark erbaute. Und der, bevor die Sonne am höchsten stand, verkündete, dass diese Lande als das Kaja-Sonnenreich bekannt werden würde und beim Licht der Sonne sah, dass es gut war. Sorry, das stammt aus der Bibel. Gott, das ist schlecht. Der großzügige Yuvadan, der die Metallmärkte mit der Beute aus seinen eigenen Trampler Jagden versorgte und der den Handel mit dem Norden und dem Süden erlaubte und Fremde sogar die Zahlglyphen erlernen ließ, sodass sie auf mehr verstanden als auf einfache Tauschgeschäfte. Zavarat, der Pilgersonnenkönig, dessen Turm auf dem Gipfel des Schleiergrats erbaut wurde und der das große Wasser des Tagesanbruchs überquerte, sodass das Sonnenreich noch weiter wachsen konnte und der zu Ehren dieser Reise Wappenbrück an der fernen Küste errichtete. Der kühne Irif, der die Reise der Sonne in den Westen als Herausforderung ansah und ihr mit einer großen Armee folgte, um dreimal mit den großen Schluchten des Schreckens zurückgeschlagen zu werden, bis zum vierten Mal, als seine Kohorde durchbrach und in jenseits der Länder verschwand. Alter. Der kluge Bassadid, der das Amt so unvermittelt von seinem gefallenen Bruder übernehmen musste, der den Bau der Festung Sonnenfall und der Garnison in Wappenbrück befahl und das Land dahinter zum verbotenen Westen erklärte, in den nur die Sonne ziehen darf. Huvadin, der Rückkehrer,
der den wilden Osten zivilisieren wollte und nach vielen Anstrengungen erklärte, dass dieser den Anspruch des Volkes der Sonne nicht länger genüge und der die großen Türme und Mauern bauen ließ, um dieses wilde Land aus ihrem Schutz heraus zu beobachten. Ranan, der Feuervogel, unter dem das Sonnenreich grundlos von der Tanakh-Horde angegriffen wurde und der trotz des Protestes seiner Berater seine Armee in den Kampf begleitete. Unter der Sonne errang er den Sieg, doch er wurde so entstellt, dass er ab diesem Tag stets seinen Wappenhelm trug. Nahasis, der ebenso Jäger wie Sonnenkönig war und der die stolzesten Männer der Adelsfamilie aufforderte, sich in Wettkämpfen unter der Sonne zu beweisen, der bestimmte, dass die Jäger der großen Maschinen zum ersten Sonnenhabicht und Habichten der Jägerloge ernannt werden sollte. Der erleuchtete Marsid, den die Sonne mit lebhaften und großartigen Visionen besuchte, die er in zahllosen Statuen und Fresken seines Antlitzes im Meridian verewigte. Und der für seinen Sommerpalast in Sonnenfall die große Zitadelle errichten ließ, wo er weitermalte, bis seine Farbpigmente ihn unheilbar krank machten. Ivas, der ältere Bruder Marzidis, der jede Familie mit männlichen Nachkommen dazu verpflichtete, ihre Söhne in den Dienst der damals geschwächten Armee des Sonnenreichs zu stellen und der die Kunsthandwerker anwies, sich von ihren Kunstwerken abzuwenden und die Soldaten der Sonne mit den besten Rüstungen, Hillebarden und Bögen auszustatten. Jiran, der in seinen früheren Jahren ein starker Sonnenkönig war und das Sonnenreich gegen Übergriffe anderer Stämme und die Störung der Maschinen verteidigte, den jedoch Verwirrtheit heimsuchte und er im Namen der Sonne großes Blutvergießen befahl, sodass uns eine Zeit der Dämmerung drohte. Awad, der Befreier. Ja, jetzt kennen wir auf jeden Fall die Sonnenkönige. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. So, wo müssen wir jetzt hin? Genau. Durch Schmiede. Im Fahrstuhl. Ne, kein Fahrstuhl. Oh, ich finde die Brücke so cool. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn wir so eine Brücke hier in meiner Stadt hätten, ich würde hier den ganzen Tag rumchillen. Guckt euch doch die Aussicht an. Es würde sich einfach lohnen, hier den ganzen Tag zu stehen und zu gucken. Sag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache, kein Stadtschild. Ja, und? Dafür quatsche ich nicht einfach irgendwelche Leute voll. Depp. Hast du einen Augenblick, Fremde? Du wirst es bereuen, wenn wir mitnehmen. Ach, ihr seid's. Komm. Geh nach Hause. Ich habe mit euch schon gesprochen. Und so fremd bin ich für dich nicht mehr. Ach, wir sind Freunde. Was? Wo? Entscheid dich doch mal, Spiel! Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Okay. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe? Sie muss da oben irgendwo auslaufen. Ich höre da oben irgendwas. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Könnte ein Fehler werden. Ich kann nicht schießen. Hatte nur mal Glück gehabt, Leute. Ich kann nicht schießen. Soll ich ihn machen? Eine echte Bombe. Gut gefertigt.
Jetzt muss der Turm. Vielleicht kriege ich irgendwie dieses, wenn diese Bombe hochgeht, eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Na los, schieben. Hilf mir, das muss raus. Okay, rohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Schnell, bringt Wasser, bevor es zu einer weiteren Explosion kommt. Okay. Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Gut, Freunde. Detektiv Zero schlägt morgen wieder zu. Morgen war eine gute Folge. Glaubt mal dran. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.